Im heutigen Video schauen wir uns einen Rucksack an, den die eingefleischten Fans der Alpenakademie sicher schon kennen. Den Ottobock Peak Light 32. Aber wieso mache ich jetzt wieder ein Video über den, wenn es diesen Test ja auch schon am Kanal gibt? Weil das hier heute kein Test ist, sondern in Wirklichkeit eine kleine Langzeiterfahrung. Also ist das heute mal wieder nur meine Meinung über einen Rucksack, den ich jetzt lange Zeit im Einsatz hatte, aber nicht so lange, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und was da alles passiert ist und was für Probleme dieser Rucksack macht, das möchte ich euch heute zeigen und vor allen Dingen auf ein grundsätzliches Problem in der Bergsportindustrie hinweisen, nämlich in Bezug auf teuer, ultralight und, naja, Marken. Und wo könnte man das besser als nicht vor so einem Hintergrund, sondern vor allen Dingen am Techniktisch, denn da gehört dieses Thema deshalb hin und deswegen geht's jetzt zum beliebten Techniktisch. So, sprechen wir über den Ottobock Peak Light 32 hier mal im Detail. Grundsätzlich hat sich Ottobock bei diesem Rucksack ja gedacht, wir könnten doch, weil wir schlaue Füchse sind, einen Rucksack entwickeln, der für Hochtouren und Ultralight-Bergsteiger gedacht ist und trotzdem genug Platz bietet, um eben das notwendige Equipment mitzuführen. Gute Idee. Ich finde die Idee großartig. Deswegen habe ich mir diesen Rucksack auch gekauft. Und gekauft, ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an. Dieser Rucksack kostet auch heute noch 180 Euro Liste. Auch bei allen gängigen großen Händlern kostet der 180 Euro. Bei Ottobock kostet der 180 Euro. Der kostet 180 Euro. Hin und wieder wird er mal wo im Sale oder so verscherbelt. Aber der läuft gut und deswegen ist der auch sehr preisstabil und ja, das ist einfach Fakt. Fangen wir aber, wenn wir uns über die Langzeitergebnisse dieses super speziellen und er ist deshalb speziell, weil er so unfassbar teuer ist, über diesen Rucksack, da fangen wir einfach mal mit den positiven Punkten an, würde ich sagen. Fangen wir mit den Dingen an, die mir in diesem Rucksack in den letzten anderthalb Jahren richtig gut gefallen haben, denn anderthalb Jahre, so lang habe ich ihn. Übrigens möchte ich ihn dann auch etwas in, ja, ich möchte ihn ein bisschen, ich möchte dem Ganzen ein bisschen Fleisch geben, dieser Thematik und habe mir deswegen den hier noch mitgebracht, denn das hier ist der Rucksack, den ich vor dem hier hatte und den ich eben für die gleichen Anwendungszwecke verwendet habe. Mit dem Unterschied, der hier ist jetzt, war insgesamt 6,5 Jahre im Einsatz. Ich glaube 6,5 Jahre, ja. Oder nahe 6,5 Jahre kommt hin. Und hat viermal so viele Einsätze gehabt wie der hier. Oder sogar noch mehr. Ich habe nicht alle am Schirm, aber ungefähr viermal so viel. Wir kommen darauf dann gleich zu sprechen. Fangen wir bei dem Rucksack hier an. Er hat, und das zeichnet ihn ja auch aus, das ist ja eines dieser großartigen Features, die Ottobock angibt, deshalb soll man diesen Rucksack kaufen. Er hat nicht einfach nur eine Oberfläche, sondern er hat eine PU-beschichtete Oberfläche. Und man merkt ihm das an, wenn man da so drüber fährt, das ist einfach, das fühlt sich speziell an. Das ist so, da knistert es richtig. Die Idee dahinter ist, dass man keinen Regenschutz mehr für diesen Rucksack braucht, sondern der Regen trifft auf und perlt einfach ab und ich kann sagen, das funktioniert tatsächlich ganz unironisch wunderbar. Wirklich. Es ist ein super Konzept und es funktioniert einwandfrei. Kann man nichts darüber sagen. Haben sie im Deckel auch verbaut. Ganz schlau tatsächlich, weil also es gibt ja so wahnsinnig gute Konzepte und die werden dann meistens nur halbherzig umgesetzt. Ottobock hat sich hier gedacht, von vorne bis hinten PU, PU, PU. Nicht kleckern, sondern klotzen. Außerdem soll sich dieser Rucksack ja dadurch auszeichnen, dass er hier so eine tolle, Ottobock nennt das Swiss Wool Construction. Das ist die Wolle. Eine Swiss Wool Construction hat, die dafür sorgt, dass wenn man sehr viel schwitzt, die Feuchtigkeit möglichst lange darin gespeichert wird und dann wieder trocknet. Hightech. Jedenfalls funktioniert auch das wirklich, wirklich gut. Also ich finde, man schwitzt mit diesem Rucksack, also man schwitzt genauso viel, aber man merkt es ihm einfach nicht so an. Und das finde ich cool. Auch die Platte wurde intelligent designt. Das ist gut gemacht. Da hat man sich was dabei gedacht. Der Hüftaufleger unten ist nochmal extra gepolstert. Man sieht auch, man braucht den etwas mehr. Da reibt er sich mehr auf. Und trotzdem hält das alles gut. Und das ist einwandfrei. Der sieht aus wie, ja gut, wie neu vielleicht nicht, aber nachdem er jetzt um die 100 Einsätze hatte oder vielleicht ein bisschen mehr, muss man sagen, der sieht perfekt aus. 100 Einsätze kriegt ein Rucksack beim Standardwanderer in 10 Jahren nicht zusammen. Also insofern, perfekt, ist gut, sehr freundlich.
Positiv ist mir auch die Schulter, sind mir auch die Schulterriemen aufgefallen. Die sind auch gut. Denn sie sind unfassbar dünn, aber sie entlasten doch sehr stark. Also es ist nicht so, dass ich hier an den Schlüsselbeinen, die bei mir ja doch sehr stark hier rausstehen, Probleme kriege mit dem Rucksack. Da hatte ich schon andere Rucksäcke, da war das 10-mal schlimmer. Und mit dem ist das okay. Also auch wenn der 14, 15 Kilo beladen hat, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und das hat mich selber auch überrascht, weil es ist doch sehr hart und sehr minimalistisch konstruiert. Also ja, passt. Von den Verschlüssen her, alles super. Also diese Verschlüsse, die halten viel aus. Da kann man schon ordentlich Spannung drauf bringen. Vor allen Dingen am Hüftgurt ist das natürlich wahnsinnig wichtig. Wenn ich sehr stark die Last verteilen will, wenn ich einen sehr schweren Rucksack habe, dann müssen die das schon packen. Und das packen die. Das ist großartig. Also das haben sie alles super gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Und dann muss ich noch zu meinem persönlichen Favorite bei diesem Rucksack kommen. Ich weiß, das ist jetzt eine Liebhabergeschichte, aber, und das betrifft sicher nicht alle, aber für den einen oder anderen mag es vielleicht interessant sein. Die Seilbefestigung. Bravo. Ottobox hat verstanden, wie man im 21. Jahrhundert Seile transportiert. Das haben die anderen Hersteller noch nicht so ganz verstanden. Macht nichts, die kommen auch noch dahinter. Sie haben die meiner Meinung nach beste Seilbefestigungskonstruktion entwickelt, die es am Markt gibt. Denn wir haben ja diese lustigen kleinen Schlaufen hier, die wir hier an der Seite anhängen können. Und dann kann man da ja irgendwas dranhängen zum Beispiel. Das ist dann quasi wie eine Materialschlaufe. Da kann man noch Sachen dran sortieren oder man kann hier noch Stöcke befestigen und so weiter. Aber man kann das Ding auch abnehmen, das Seil hier auf das Hauptfach drauflegen. Also quasi dann so hier drüber. Und dann spannt man die nicht hier an der Seite, sondern hier einmal drüber. Und dann hat man hier Richtung Deckel eine kleine Lasche, in die man dann den Gurt einhängt. Und dann verläuft hier durch das Seil. Wisst ihr, was das Geniale daran ist, was kein Hersteller bis heute meiner Meinung nach richtig gut verstanden hat? Dass, wenn der Rucksack nicht voll ist, das Seil trotzdem perfekt hält. Denn das sind echte Füchse bei Ottobox, denn sie haben sich gedacht, man kann ja auch, also das Problem ist ja, dass wenn ein Rucksack nicht voll ist, er ist nur voll bis hier, und dann ist das hier so, wie es jetzt hier wäre. Dann würde das Seil, wenn man das Ganze mal drüber legt, ja hier einmal so machen. Damit es das nicht tut, haben sie die Befestigungen für die Materialien, die man damit befestigen möchte, ans Hauptfach an der Vorderseite montiert. Warum ist das so intelligent? Naja, wenn ich hier jetzt zuziehe, dann sieht man, dass das Hauptfach automatisch nach oben zieht. Das bedeutet, je fester ich hier anziehe, desto höher kommt das Hauptfach. Und der Vorteil ist, dass es mir das Hauptfach dann durch das Seil nicht mehr runterzieht. Denn gerade das Seil mit dieser Konstruktion oben zieht das Hauptfach ja wieder hoch. Was ich damit sagen will, auch wenn der Rucksack leer ist, hält das Seil oben. Ich kann im Frontfach Sachen rausräumen, reinräumen, das Seil wird mich niemals stören. Es funktioniert fast komplett separat von allem eben. Und das ist etwas, das kann fast kein Rucksackhersteller. Alle Rucksäcke, die ich bis jetzt so in der Hand hatte, ausprobiert habe, whatever, hatten irgendwie eine unbefriedigende Seilbefestigung. Und dann gibt es halt noch Rucksäcke, wo es dann schlauer ist, wenn man das Seil lang lässt und nicht sozusagen in der Hälfte nochmal zusammenschlägt, die Seilpuppe quasi nicht fertig baut, sondern hier dann einmal lang runterhängen lässt und so, weil dann geht es wieder nicht anders und so. Alles nervig, du kannst mit dem Rucksack es machen, wie du willst, das Seil wird immer drauf halten, das ist perfekt, großartig. Kommen wir noch zu einem etwas neutraleren Punkt, dem Deckelfach, das kann man runternehmen, damit er ja dann super, ultra, mega light wird. Aber das ist innen gut, außen etwas zu groß, ich mag keine großen Deckelfächer. Ich bin ein großer Fan von Deckel, aber ich bin kein großer Fan von so überdimensionierten Deckeln, wo ich einmal reingreife und dann habe ich da sozusagen, da bringe ich meinen kompletten Hausrat unter. Das ist sinnlos. VD hat so geniale Rucksäcke, die sind so groß, die Deckel sind so groß, dass wenn sie voll sind und der Rucksack leer, dass sie runterhängen und über die Hälfte des Hauptfachs brauchen. Das ist der dümmste Rucksack mit Deckelkonstruktion, den ich jemals gesehen habe. Der macht das nicht so schlimm, der ist da nicht so schlimm. Das Deckelfach ist etwas zu groß für mich, aber es ist okay. Man sieht auch bei dem, dass der Deckel sehr weit runterhängt, wenn man, und das ist hier schon ganz eng eingestellt, also falls mir jetzt jemand wieder erklären will, ich weiß nicht, wie man einen Rucksack einstellt, doch, es hängt auch wieder sehr weit rein, es ist auch wieder nicht so cool, aber
es ist okay. Und dann kann ich noch erwähnen, auch die Reißverschlüsse, die sind auch gut. Funktionieren auch gut. Aber es ist jetzt nichts Besonderes. Sie sind wirklich schön wasserdicht. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Man muss auch sagen, übrigens, es sind fast die gleichen Reißverschlüsse wie bei unserer Alpen Academy Jacke. Was man auch noch kurz erwähnen kann, ist die Hüftgurtabnahme, die funktioniert, geht so. Das hätten sie sich länger überlegen können, dann wäre auch was Schlaueres dabei rausgekommen. Aber es funktioniert, also man kann den Hüftgurt relativ einfach abnehmen, dann hat man halt quasi nur noch das normale, den normalen Gurt. Also nur das hier quasi, ohne die Polsterung und ohne diese großartige Tasche. Wer auch immer etwas mit dieser Tasche anfangen soll, die links und rechts offen ist. 180 Euro. Ich habe meine Langzeiterfahrungen damit gemacht. Frontfach ist auch in Ordnung, das ist geräumig und trotzdem kompakt, also alles super. Kommen wir zu den Dingen, die an diesem Rucksack eine absolute Schande sind, wenn man über 180 Euro spricht, die man darin investiert. Überlegt euch mal, was man mit 180 Euro machen kann. Man kann so viel tun mit 180 Euro. Man kann sich auch diesen Rucksack kaufen, so wie ich das gemacht habe. Und das ist übrigens der Grund, warum ich so motiviert bin, so ein Video zu machen. Übrigens ist das sicher nicht das letzte Video zu so einem Thema. Das werde ich mit anderen Produkten wohl auch noch machen müssen. Ich habe viele Langzeittests in letzter Zeit abgeschlossen und ich dokumentiere das auch dementsprechend und deswegen kann ich das dann auch so toll zusammenfassen. 180 Euro bezahlt man für diesen Rucksack und das Helmnetz ist sogar dabei. Und es war so lustig, weil neulich war eine Diskussion bei uns am Discord, was für ein Helmnetz man denn sich kaufen sollte. Und ich habe mich dafür stark gemacht, kein Ottobox-Helmnetz zu kaufen. Kommen wir kurz zu einem grundsätzlichen Problem. Ottobox verkauft Ultralight-Produkte extra teuer, weil sie ja Ultralight sind. Was die Leute nicht vergessen, ist, dass Ultralight auch Ultralight-Komfort bedeutet. Also sehr wenig Komfort. Und das hier ist das ist dieser wenige Komfort, den man eben kriegt. Also, wir haben halt ein Helmnetz, das sich, wenn man es ohne Helm dran lassen möchte, einfach von selbst runterschütteln lässt. Denn die Ösen dafür sind groß, sehr groß. Und die Öffnungen dafür, und da hat jemand mitgedacht, für den Nobelpreis wird es nicht reichen, aber ich glaube, der startet durch. Sie hängen so drinnen, vielleicht kann ich das mit Zoom dann etwas verdeutlichen, was das Problem hier ist. What the fuck? Ich müsste nur das hier einmal so umdrehen. Aber so ist es ja offensichtlich nicht gedacht. Sondern es ist so gedacht, dass man das von unten einhängt. Weil dann macht das Ganze mit der Aufschrift und dem und vor allen Dingen hier, dass es nicht verdreht ist, dann macht das erst Sinn. Und wenn ich hier ein bisschen an meinem Rucksack mich irgendwie so entlang scheuere irgendwo, kommt das Ding halt einfach wieder raus. Und die Ottobox-Fans, und ich weiß, es gibt da draußen viele, das ist ja wie eine Sekte, Ottobox, werden jetzt sagen, ja, aber das ist ja nur smart. Weil, wenn man den Helm runtertut vom Rucksack, dann hat man ganz schnell und einfach das Helmnetz abgenommen und kann es verstauen. Gegenfrage, warum konstruiert man nicht ein Helmnetz, das einfach am Helm dran ist und nicht nervt, wenn man es nicht braucht? Warum muss ich das abnehmen können? Warum kann ich das nicht mit einer kleinen Tasche, eine Mini-Tasche, so wie das hier, wenn das eine Tasche wäre, hier nach unten klappen, einstülpen? Das funktioniert bei jedem Rucksack mit jedem Regenschutz genauso. 180 Euro und ich kriege ein Helmnetz, das ich verlieren kann, wenn ich es nicht verpacke. In der Praxis heißt das, wenn ich einen Rucksack mit habe und Helm auf habe und meiner Partnerin sagt, gib mir mal schnell meinen Rucksack runter, dann heißt das, sie gibt mir meinen Helm runter, dann heißt das, sie gibt mir meinen Helm runter und dann muss sie erstmal das mit dicken Handschuhen oder so irgendwo auf 3.000, 4.000 Meter, das
Zeug abfummeln und dann irgendwo in ein Frontfach stopfen, das vielleicht schon voll ist? Why? Man hätte das so viel intelligenter machen können. Kommen wir zu einem anderen tollen Punkt. Autobox ist ja, übrigens, das Helmnetz ist jetzt weg, aber dieses Teil ist nur deshalb lose, weil man es verlieren kann und darum geht's. Dann kann man nochmal ein neues Helmnetz kaufen. Das bringt viel Geld. Und das verkauft man für, ich weiß nicht, was das jetzt kostet, 15 Euro oder so. Da kann man nochmal Geld machen. Das kostet in der Produktion vielleicht 50 Cent, 60 Cent mit Aufdruck 1,10. Könnt mir da gerne, übrigens Autobox, ihr könnt mir gerne mal zurückschreiben, wenn ich euch Mails schreibe. Ich habe euch ja gefragt, zu Rucksäcken habe ich euch Dinge gefragt, Stellungnahmen zu allem Möglichen. Ich kriege keine Antworten, ist egal. Keine Sorge, ich mache das auch ohne euch. Macht überhaupt keine Umstände. Wir kommen zum nächsten Punkt. Hier haben wir nochmal was ganz was Intelligentes. Doppelpickel-Konstruktion funktioniert auf diesem Rucksack perfekt, ja, kann ich gleich sagen. Die halten hier richtig gut drin. Und sie halten übrigens aufgrund dieses Hightech-Geräts. Das ist eine Klettmanschette. Und auch hier wieder, die Füchse von Autovox haben sich nicht lumpen lassen und haben sich überlegt, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass ein Kunde frustriert den Support anschreibt und hoffentlich nochmal Geld für etwas bezahlt, was er verloren hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich kann sie euch auch gerne vielleicht berechnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, denn dieses Klettteil, wenn man seinen Pickel rausnehmen will, ich demonstriere das hier jetzt mal kurz, dicke Handschuhe, es ist kalt, minus 10 Grad, 50 km/h Wind, alles ist beschissen, ich brauche jetzt meinen Pickel. Ich mache hier diesen Clip auf, zu dem habe ich auch nochmal eine schöne Geschichte, hol den Pickel raus und dann steckt er ja da immer noch in dieser fucking Konstruktion drin und jetzt mache ich den Klettverschluss auf. Mit vollem Rucksack wird es mit einer Hand auch gehen übrigens. Und habe das ganze Ding in der Hand. Jetzt fällt mir das runter. Und dann kann ich meinen Pickel original nirgends mehr befestigen. Ich kann meinen Pickel an meinem Rucksack nicht mehr befestigen, weil diese Dinger nicht fixiert sind. Wer hat sich das ausgedacht? Entweder er war intelligent, weil er sich dachte, oh, vielleicht können wir für das Ding 2,50 verlangen. Vielleicht können wir 2,50 für dieses Klettding verlangen, wenn es irgendjemand verloren hat. Einzelteile und so Ersatzteile verkaufen sich gut. Und selbst wenn man sagen würde, wir schicken es den Leuten gratis, die es verloren haben, so Thema Kundensupport, was es bei Autobox quasi nicht gibt, das ist immer noch nicht sinnvoll, weil es kostet dann dem Konzern Geld und vor allen Dingen auch Mitarbeiter und Ressourcen und vor allen Dingen dem Kunden kostet es Nerven, denn er muss seinen Support anschreiben und er hat das Teil verloren. Auf der Bergtour hilft dir das nichts, wenn der Kundensupport dir ein neues schickt. Man hätte das doch hier einfach annehmen können. Es wäre doch scheißegal. Es ist so dumm. Das Schlimmste ist, dass ich bei diesem Test von dem Rucksack hatte ich ihn noch nicht so oft im Einsatz und fand ihn aber ganz großartig. Und aber solche Details sind mir tatsächlich erst nach vielen, vielen Einsätzen aufgefallen, dass die einfach dumm sind. So richtig dumm. So dumm. So, also die Dinger können auch einfach wegfallen. Auch weg. Kannst du halt deinen Pickel nicht mehr befestigen. Ist aber auf einer Hochtour auch egal, oder? Also Pickel befestigt, muss man ihn halt ein bisschen tragen. Mein Gott. Zustieg. Pff, ist ja wurscht. Auch wenn man so kombinierte Touren hat mit Felskletterei und so, muss halt den Pickel halten. Vierter Schwierigkeitsgrad. Geht gleich viel leichter damit. Nächstes Teil. Pickelbefestigung. Wieder so ein ganz großartiges Thema. Die Pickelbefestigung ist lustig, denn man hat verschiedene Methoden, den Pickel zu befestigen. Es geht sich manchmal leider nicht aus. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Eisgeräte hier befestigt, kann es sein, dass der Schaft von beiden zu breit ist, dass sich das hier einmal ausgeht. Das ist nicht schlau. Aber meistens funktioniert es. Aber es geht. So. Lustig, kleiner Fun Fact. Hier haben sie es geschafft, das Ding anzunähen. Hier ja offensichtlich nicht.
Hier schon. Sie haben sich gedacht, ja, wäre ja blöd, wenn man die Schlaufe verliert. Hier ist egal. Naja, ich bin ja kein Produktdesigner, Gott sei Dank. Kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu einer Kleinigkeit. Ich mache dann hier nochmal hinten dran ein Fazit, aber nur zum... Ne? Diese PU-Membran ist es ja nicht, aber dieses PU-Obermaterial ist ja super. Die Idee ist ja gut, ich habe es ja gerade gesagt. Das ist ein starkes Konzept und es funktioniert erstaunlich gut. Top. Aber der Rucksack hält nichts aus. Das Obermaterial hält Nüsse aus. Nach 50, 60 Einsätzen hat der Boden Löcher. Und das kann einfach nicht sein. Das ist kein kleines, das ist nicht klein. Das ist auch nicht einfach nur oberflächlich. Ich kann durch den Rucksack durchsehen. What the f***? Viermal so viel Einsätze, genauso harte, schroffe Einsätze, dreckig. Kein Loch. Nur Dreck. Kaputt. Nicht kaputt. Kaputt. 100 Einsätze. 400 Einsätze. Vielleicht sogar ein paar mehr. 180 Euro. 150. Warum? Und jetzt werden Leute sagen, mein Orthovox Peaklight 32, mein Peaklight, der hat das nicht. Der ist noch heile. Cool. Meiner nicht. Und ich habe auch 180 Euro dafür bezahlt. Und das nervt mich. Das war ein guter Rucksack. Oder was heißt, war es immer noch. Aber das ist ein gutes Konzept von einem Rucksack. Und sowas macht das kaputt. Das Helmnetz, das jetzt irgendwo im Nirvana liegt, macht das kaputt. Jede Hochtour frage ich mich, ob ich mein Helmnetz eh irgendwo sicher verstaut habe, weil am Rucksack kann ich es ja nicht lassen. Warum macht man das? Der Orthovox Peaklight 32 ist gut, aber er ist nicht so gut, wie er sein könnte. Und er ist definitiv nicht sein Geld wert. Er hat eine wahnsinnig spezielle Zielgruppe, ultraleicht Hochtouren gehen. Dafür habe ich ihn mir gekauft, dafür fand ich ihn cool. Wenn man seine Rucksack oder wenn man seine Ausrüstung anpasst und entsprechend abgespeckt organisiert, passt alles rein, was man braucht, inklusive Seil, super Hochtourenrucksack, Stöcke passen drauf, Helm, Pickel, alles zusammen gleichzeitig, wahnsinnig toll konstruiert, schöne Lastverteilung, großartiger Rucksack mit Qualitätsmängeln und vor allen Dingen geplantem Schwachsinn, der einfach nicht notwendig ist. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, dann musst du halt auf deine Sachen aufpassen. Muss ich nicht. Ich muss es, weil es der Rucksack so will. Der will es nicht. Hier packe ich meinen Helm rein und gut ist. Und wenn ich ihn rausnehme, dann fällt hier nichts runter. Dann mache ich nichts. Ich nehme Helm raus, fertig. Ich sehe das bei meiner Partnerin, die diesen Rucksack-Nachfolger hat, ein bisschen abgeändert und noch verwendet, ihn deutlich später gekauft hat. Der ist übrigens nicht mehr am Markt, sehr schade. Ich habe Stockbefestigungen, wo die Stöcke perfekt reinpassen und oben einen Kordelzug. Für den Pickel hier ein Kordelverschluss, der nicht selbst öffnend ist. Und da kann ich anziehen, so viel ich will. Es geht halt nichts raus. Also, das Argument, pass halt auf deine Sachen auf, zählt nicht, weil alle anderen Rucksäcke setzen das ja auch nicht voraus. Alle anderen Rucksäcke sind hier deutlich freundlicher. Und diese Helmnetzgeschichte, entweder sie erklären mir das, wie ich euch übrigens schon mal geschrieben habe, liebes Autobox-Team, oder nicht. Aber ich verstehe es nicht. Entweder ihr macht gute Rucksäcke oder ihr macht Rucksäcke, die sich gut verkaufen. Aber das hier ist irgendwie beides. Es ist ein guter Rucksack, der einfach an so vielen Ecken und Enden danach riecht, dass man Ersatzteile verkaufen will. Und vor allen Dingen qualitativ, ja, es ist eine Hassliebe. Ich mag ihn wirklich gern, diesen Rucksack.
aber ich hasse ihn zutiefst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch einen Peak Light habt und wie ihr ihn findet. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele Autobox-Fanboys kommen werden und sagen werden, das ist der beste Rucksack der Welt und ich habe einfach keine Ahnung und ich muss auf meine Sachen aufpassen. Ja, gut. 180 Euro. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Übrigens, das wird jetzt vielleicht hier eine Videoserie. nur so als kleiner Wink. Ich werde jetzt noch zu ein paar anderen Sachen vielleicht Langzeittest-Ergebnisse liefern. Wenn euch das interessiert, ihr müsst mir das bitte in die Kommentare schreiben, ob euch solche Sachen interessieren, wie Langzeitresultate von einzelnen Produkten. Wie sind Schuhe nach 1000 Kilometern oder wie sind Rucksäcke nach 100, 400, 500 Einsätzen oder wie auch immer. Schreibt da gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare. Ich freue mich immer über solche neuen Ideen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. So, wo ist mein Helmnetz?